Herzlich willkommen zum Klavierspielen lernen Lektion 9. Ich wünsche dir viel Spaß und ein gutes Gelingen mit dieser Lektion. Hören wir uns zuerst einmal das Lied an, das wir heute lernen möchten. Kommen wir nun zur Erklärung. Wir beginnen diesmal mit der linken Hand. Wir lernen heute in der linken Hand einen neuen Ton, und zwar den Ton A in der kleinen Oktave. Hier sieht man, wo sich der Ton auf der Tastatur befindet, hier nochmal vergrößert und hier sieht man, wie man die Finger auf den Tasten legt. Fünften Finger auf das kleine C, vierten auf das kleine D, dritten auf das kleine E, zweiten auf das kleine F, ersten Finger auf das kleine G. Hier sieht man, wie die Hände am Klavier liegen. Hier sieht man im Lied, wo sich der neue Ton, also unser neuer Ton A, befindet. Wir spielen das kleine C wie gewohnt mit dem fünften Finger, das kleine G mit dem ersten Finger, hier wieder mit dem kleinen Finger, das kleine C mit dem ersten Finger, das kleine G, hier wieder das kleine C. Und jetzt Vorsicht, jetzt müssen wir einen Ton weiterspringen, und zwar auf das kleine A mit dem ersten Finger. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Es folgt eine Videosequenz in der linken Hand, die das verdeutlicht. Jetzt folgt nochmal eine Videosequenz in der linken Hand, diesmal mit einem schnelleren Tempo. Kommen wir nun zur rechten Hand. Hier sieht man wieder, wo man die rechte Hand hinlegt auf der Tastatur. Also, wir legen die rechte Hand auf die eingestrichene Oktave, sprich den ersten Finger C1, den zweiten Finger auf das D1, den dritten auf das E1, den vierten auf das F1 und den fünften Finger auf das G1. Hier nochmal ein Bild, wie du die Finger auf die Tastatur legst. Hier sieht man die Noten der rechten Hand. Wichtig ist an dieser Stelle, hier spiele ich das E mit dem dritten Finger, das E1, und mit dem fünften Finger das A1, das heißt, ich muss meine Finger spreizen. Hier springe ich mit dem ersten Finger auf das D1, genauso wie hier, spiele hier das G mit dem vierten Finger, hier bin ich wieder mit dem ersten Finger, dann kommt die Wiederholung, sprich ich spiele das ganze Lied wieder von vorne, spring dann in den letzten Takt und spiele das C1 wieder mit dem ersten Finger. Es folgt nun eine Videosequenz, die das verdeutlicht.
Es folgt nun nochmal eine Videosequenz der rechten Hand in einem schnelleren Tempo als Übungszweck. Nun spielen wir beide Hände zusammen. Nun nochmal beide Hände zusammen in einem schnelleren Tempo. Herzlichen Glückwunsch, jetzt hast du wieder ein neues Lied gelernt. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg mit dem neuen Lied und hoffe, dass du bei meinem nächsten Tutorial wieder mit dabei bist. Liebe Grüße, euer Markus. Ciao!